Hey, ich war die Tage mal wieder bei DM einkaufen. Diesmal allerdings unter dem Aspekt des Sommerextrems, weil Dodo hat das ja dieses Jahr doch etwas schlimmer als sonst. Deswegen habe ich mich da mal ein bisschen umgeschaut nach Produkten, die helfen können. Als erstes habe ich ein Produkt geholt, was ich an mir selber schon erfolgreich getestet habe, weil ich neige im Winter immer dazu, an den Händen so einen leichten Ausschlag zu bekommen durch die trockene Heizungsluft. Und mir hat das Produkt halt wirklich super dabei geholfen, dass das nicht so sehr ausbricht. Und zwar ist das Macfeld Ringelblume. Das ist eigentlich nichts anderes als Macfeld, nur dass da halt noch Ringelblume mit drin ist. Und die Ringelblume hat den Effekt, dass das auch ein bisschen entzündungshemmend ist und juckreizhemmend ist. Und wie gesagt, das hat bei mir super geholfen. Deswegen möchte ich das jetzt auch auf jeden Fall mal bei Dodo ausprobieren, um zu gucken, ob es ihr auch so gut hilft wie mir. Als nächstes ein Produkt, das kennst du aus meinem letzten DM-Haul. Das habe ich jetzt dieses Jahr schon so viel benutzt, dass es jetzt tatsächlich schon leer war. Und zwar Kokosöl. Das ist ja auch gegen Ungeziefer aller Art echt super. Auch gegen Zecken zum Beispiel. Also wenn dein Pferd Probleme hat mit Zecken, kannst du mal probieren, die entsprechenden Stellen mit Kokosöl einzuschmieren. Das soll wirklich die Zecken abhalten. Ich benutze das bei Dodo ja gegen das Sommerexem, gegen das Scheuern. Das hilft ja eigentlich auch immer ganz gut. Deswegen habe ich jetzt auch dieses Jahr schon so fürchterlich viel davon verbraucht. Dann, was ich auch immer wieder gerne bei DM hole, Birkenhaarwasser. Das hilft bei Dodo leider überhaupt nicht gegen das Sommerexem, soll aber bei anderen Pferden helfen. Bei Dodo hilft das aber auf jeden Fall sehr gut gegen schuppiges Haar. Immer wenn Dodo dann ziemlich viele Schuppen im Haar hat, also in der Mähne und im Schweif, dann wasche ich den Schweif und die Mähne mit dem Birkenhaarwasser. Ich träufle das auch einfach direkt so drauf. Ich sprühe da gar nicht erst großartig was ein. Und dann massiere ich das Ganze so wie beim normalen Waschen so ein. Und das mache ich 2-3 Mal und dann sind die Schuppen bei Dodo tatsächlich dann auch ziemlich schnell wieder weg. Weil es ist bei Dodo halt auch leider so, dass wenn sie zu viele Schuppen bekommt, die jucken sie dann auch schon wieder so viel, dass sie dann auch schon wieder das Scheuern anfängt. Ja, das nächste habe ich dann bei meiner Stöbertour entdeckt. Also ich kann dir jetzt echt nur empfehlen, einfach mal durch den Laden durchzustöbern und zu gucken, was es so für Produkte gibt. Und zwar sind das Babywaschlappen, feuchte Babywaschlappen. Kannte ich vorher jetzt so gar nicht. Was mir hierbei jetzt echt gut gefallen hat, ist halt zum einen, dass das ohne Alkohol ist, finde ich halt persönlich sehr wichtig, weil Alkohol kann dann doch schon mal auch die Haut ein wenig reizen. Und es ist mit Aloe Vera und Kamilleextrakt. Beides ist ja auch wieder entzündungshemmend. Und da erhoffe ich mir einfach, dass ich, wenn ich damit vor allem ihr Gesicht ein bisschen wasche, dass da vielleicht auch dann der Juckreiz von gestillt wird und sie sich einfach weniger scheuert. Das habe ich jetzt in so einer relativ kleinen Packung erstmal gekauft, weil ich das erstmal ausprobieren möchte. Wenn das tatsächlich hilft, gibt es das auch noch in einer größeren Packung und dann werde ich mir auf jeden Fall die größere Packung kaufen. Und auch über das letzte Produkt bin ich so beim Stöbern einfach mal gestolpert, und zwar Kamillentee. Wie ich dir ja gerade eben schon gesagt habe, Kamille ist entzündungshemmend. Und ich habe mir dabei jetzt einfach gedacht, warum soll ich das nur äußerlich auftragen, warum nicht auch innerlich? Ich werde ihr damit einfach mal ein paar Heukops geben, zusammen damit so einem Teeaufguss, und guck einfach mal, ob sie das zusätzlich unterstützt. Und wenn nicht, Schaden tut das definitiv auch. Ja, das waren dann jetzt auch so schon wieder meine Einkäufe dieses Mal beim DM. Wenn du Interesse hast, kann ich gerne mal in ein paar Wochen drüber berichten, mit welchen Produkten ich dann auch zufrieden war bezüglich des Sommerextrems und welchen dann vielleicht nicht so. Also welche ich mir dann vielleicht nochmal kaufen werde. Ich werde dir die Preise dann jetzt nochmal alle einzeln einblenden.
Und auf der Endcard verlinke ich dir auch nochmal meinen letzten DM-Haul. Und ansonsten sage ich jetzt ciao, bis zum nächsten Video.